Hallo, heute geht es um Venus von Shocking Blue, ein Riesenhit aus den späten 60ern, kennt wahrscheinlich jeder, super tanzbar, und ich gehe direkt mal auf die schwierigsten Stellen los. Das ist ganz klar schon das Intro mit dem B7 Sus 4 Akkord. Man hat eine Menge 16tel und die Nummer ist auf der CD bei 120. Das heißt, es ist, als würde man bei 240 Achtel spielen müssen. Ne? Das ist irre. Ring of Fire ist schon bei 200 ganz schön schnell. Und also diese 120 kann man auch auf 110 runterdrücken. Wenn man den Song eben so privat singen will oder sonst wo. Vielleicht 105, aber viel weniger geht nicht mehr, weil sonst wird der Gesang ein bisschen lächerlich. Es wäre dann so, a God is on the mountain. Also es geht nicht, sehr stark zu verlangsamen wie bei manchen anderen Stücken. Also man muss schon brutal üben, um das Intro hinzubekommen. Und zum Griff selbst. Der ist ja so beschrieben, wie hier im Buch da. Und der Griff selbst ist auch nicht ganz einfach. Ne? Man hat hier also als Vorlage, hat man im Unterricht jetzt noch nie, nehme ich mal an, aber ein H7-Akkord oder B7-Akkord, das sieht so aus. Der Sus 4 ist eben hier ausgestreckt. So, das war jetzt schon der Rhythmus, ne, wie es im Buch steht. Allerdings auch nicht bei 110, sondern vielleicht bei 90. Ich habe mir jetzt einiges überlegt, wie man damit noch mit einigem Spaß noch damit zurechtkommt. Und wenn man mal diesen Griff gepackt hat, dann geht es ja eigentlich nur noch um die rechte Hand. Übrigens, Plektrum ist schon erforderlich. Die rechte Hand soll auf dieses Tempo kommen. Jetzt kann man es sich wesentlich leichter machen, wenn man einen bekannten Akkord nimmt oder auch nur die Hände, die Finger über die Saiten legt und den Rhythmus mal langsam ausprobiert. Man kann ja auch ein bisschen Geräusche machen oder Töne erzeugen mit dem Flageolet. Was auch nicht schlecht klingt, ist, wenn man so einen spanischen Touch entwickelt, indem man das E verschiebt, hier als E, normales E. Und dann den Rhythmus eben draufstülpt und dann klingt es so. Klappt mit jedem Griff. Ich nehme mal hier ein A und verschiebe das auch. Ist jetzt klar, was gemeint ist, nehme ich an.
Lagerfeuerakkord G und C, C9, hört sich dann so an, als letztes Beispiel. Da wären wir dann bei Pink Floyd. Pink, Pink heißt es. Okay, jetzt mal richtig ran an die ersten zwei Takte vom Intro. Ich habe den Drumcomputer auf Tempo 40 runtergeschraubt. 40 ist sehr elend langsam. Habe aber Achtel und Sechzehntel noch programmiert. Das hört sich dann so an. Basstrommel Viertel, die Glocke Achtel und die Schläge sind die Sechzehntel. Gut, ich spiele jetzt diese beiden Takte mit Tempo 40 viermal vor, macht er insgesamt 8 Takte und es geht los. Mitgezählt, weil ich mich so geärgert habe über diesen blöden Fehler vom Anfang. Diese Zeitlupe macht es für mich eigentlich schwieriger, als das gewohnte Tempo zu spielen. Aber zum Erklären ist es absolut wichtig, so runterzufahren. Jetzt gehen wir mal auf 50. Moment mit dem Klingeln vom Paketdienst, da bringt mir mal ein Akkuladegerät, weil so langsam werden die Batterien alle im Rewe, wird gehamstert. Wir gehen weiter bei 60.
bei 70 mache ich nur noch 4 Takte, weil der Barré, der bringt einen ja schier um. Ne? Das ist länger als dann im Song selber, wenn man so übt. Also 4x bei 70. 1 und 2 und 3 und 4 und 80. So wie es auf der CD zu hören ist. 1, 2, 3, 4. Hat geklappt, gut. Noch ein Tipp, absolut geizig mit der Bewegung hier sein, mit dem Plektrum. Zu ausschweifende Bewegungen zerstören dir das Tempo des. Ist ja logisch, ne? Man muss ja unnötigerweise wieder sehr weit hochgehen und deshalb noch ein bisschen mit einplanen. Also die ersten beiden Takte sind jetzt komplett durch und ich gehe jetzt nicht auf das Hauptriff von dem Song ein, sondern ich mache einen Sprung in die zweite Zeile. Das bietet sich ja an, weil da ist ja der B7 Sus 4 nur in einer anderen Rhythmik. Badam, 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 dam, da, da, bam, badam, 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 bam. Und los geht's wieder bei 40. Ich muss jetzt hier ein bisschen runter. Na, komm. Und die 40. Ja. 2 und 3 und 4 und. So
70. 1, 2, 3 und 4 und... Zwischendurch mal ein bisschen. 1, 2, 3 und 4 und 100. 1, 2, 3 und 4 und 110. 1, 2, 3 und 4 und 20. 1, 2, 3 und 4 und 5. Jo, okay. Das ist also wirklich verdammt schnell. Und naja, gut, es bringt ja wie immer für alle anderen Songs, die man überhaupt spielt, etwas, wenn man solche extremen Übungen mal machen muss. Geht mal weiter an das Hauptriff, Begleitrhythmus E-Moll und A und eine Leerstelle. Die Leerstelle ist auch sehr wichtig, weil man ja dann wieder auf diesen Sus 4 kommen muss, ne, vom A. Ja, okay, so dann später. Jetzt mache ich mir es etwas einfacher. Ich muss auch ein bisschen auf die Zeit achten, wegen der Datengröße wieder. Und springe immer in 20er Schritten von 60 an. Mit dem Plektrum, der Percussion-Schlag ist, also komplett alles dicht machen, und das findet jeder selber raus, wir haben es ja schon sehr oft gemacht, aber für die Neuen vielleicht, es findet jeder selber raus, wie er zu diesem trockenen Ton kommt. Hauptsache man hört keinen einzigen richtigen Ton mehr. Gut, also das ist jetzt praktisch die untere Seite, die dritte, vier Takte in diesem Riff mit Tempo 60 zuerst mal. Die 16. jetzt weg, weil das verführt einen dazu, viel zu schnell zu spielen. Okay.
Weiter geht's jetzt bei Tempo 70. Ich wollte 20er Sprünge machen. Egal jetzt. 1, 2, 3, 4. Ich mache die Videos inzwischen völlig spontan, natürlich mit Vorbereitung vorher, aber ich mache kein Konzept mehr dazu, weil ich habe eine Menge Privatkunden und ich gehe stark davon aus, dass nach 10. Januar die Schulen noch nicht aufmachen dürfen. Das heißt für mich, die 2 Wochen Urlaub, die ich eigentlich habe, werde ich jeden Tag 2 oder 3 Videos auf Halde produzieren. Damit es da keinen Engpass gibt, da habe ich keinen Bock drauf. Na gut, deswegen halt auch manchmal so ein kleiner Ansagefehler in dem Fall. Gehen wir weiter. In das Riff, das ist ja auch sehr markant, einfach zu spielen. Wichtig ist der Staccato-Punkt. Hier, 2. Bund, kann man leicht übersehen. 2. Bund in der A-Seite. So, da mache ich jetzt mal wegen der Zeit halt 3 Durchgänge. Ich will nicht 79, ich will 80. So, 80, 100 und 120. 4-mal. 20 sind wir. 1, 2, 3, 4. Okay. Jetzt fehlt noch das Fill-In. Das ist so ein
typisches Rockriff mit Power-Akkorden, also A5, B5. Kann man auch so greifen, anders als im Buch steht. Das steht so, geht natürlich auch, wenn man das so besser kann. Aber das ist auf jeden Fall auch okay. Das Riff läuft so ab. Zum Schluss ein Abschlag B5. Ich mache das Ganze auch jetzt wieder 80, 100 und 120. Bei 80, 100 und 120 heißt es. 2 und 3 und 4 und. Okay, das war's dann mal für heute. Tor des Monats. Und mal sehen, wie es dann weitergeht eben. Ne? Teil 1, jedenfalls Wiener.